Hallo du, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit dir über das Fasten sprechen, Wasserfasten, um genau zu sein. Und dieses Video soll am Anfang erstmal ein bisschen beleuchten, um was es eigentlich geht, aber dann vor allem ein Tagebucheintrag sein, ein langer. Ich habe vor 2 Wochen gefastet und Videotagebuch geführt. Und würde gerne meine Erfahrung mit dir teilen. Das ist nicht mein erstes Mal Fasten, das ist tatsächlich mein 8. Mal Fasten. Aber ich selbst war auf der Suche nach Erfahrungsberichten und habe tatsächlich eher immer nur im Nachhinein was gefunden und nicht wirklich den begleiteten Prozess und dachte einfach mal, ich teile das. Es ist tatsächlich ein etwas längeres Video. Ich werde unten in den Zeitstempeln genaue Angaben geben, eben zu meinem ersten Entlastungstag, dann die einzelnen Tage. Und am Ende werde ich eben auch nochmal was zum Fastenbrechen sagen. Also da kannst du dich gerne durchklicken, wenn dich jetzt nicht alles interessiert. Als erstes ist es mir total wichtig klarzustellen, dass Fasten keine Methode zum Abnehmen ist. Und Fasten ist auch nicht einfach etwas, was man nebenbei machen kann. Es ist wirklich eine Grenzerfahrung. Es ist etwas, das man nicht einfach alleine machen sollte. Man sollte es auf keinen Fall machen, wenn man schwanger ist. Man sollte auf keinen Fall fasten, wenn man sowieso schon untergewichtig ist. Die Erwartungshaltung, dadurch irgendwie abzunehmen, ist total falsch, denn du wirst danach auf jeden Fall wieder zunehmen. Das meiste, was man verliert, ist Wasser. Und die meisten Leute nehmen sogar danach erstmal zu. Das pendelt sich dann irgendwie wieder ein, ne? Aber Fasten ist wirklich dazu da, um sich zu reinigen, um zu detoxen, um seinen Basenhaushalt wieder in Klang zu bringen. Es ist aber keine Diät. Das ist ganz wichtig einfach zu verstehen. Das erste Mal Fasten sollte man auch wirklich nicht alleine machen. Also mein erstes Mal Fasten war super schwierig und ich habe das in der Gruppe gemacht. Ich habe ein Online-Fasten gemacht. Ich werde hier unten auch nochmal den Link dazu reinpacken. Meine Mutter zum Beispiel hat Wanderfasten gemacht. Also es gibt verschiedene Fastenkuren, wo man sich auch einbuchen kann, wo man das dann irgendwie gemeinsam und beaufsichtigt macht. Also es ist wirklich kein Experiment, in das man sich einfach so reinstürzen sollte. Und was auch ganz wichtig ist, ist einfach zu verstehen, dass man sich fürs Fasten freinehmen sollte. Also es ist nicht einfach zu fasten und auf Essen zu verzichten und es ist definitiv nicht möglich, nebenbei einfach weiterzuarbeiten und seinen Alltag zu bewältigen. Also es ist wirklich eine Zeit der Ruhe und des Innehaltens und man sollte dieser Pause eben auch wirklich Raum geben und sich nicht überfordern. Ein weiterer Grund, warum Leute fasten, ist eben auch, um wieder einen neuen Kontakt zum Essen herzustellen. Denn wir alle essen ja auch aus emotionalen Triggern, ne? Also um irgendwelche Gefühle zu unterdrücken, irgendwelche Reaktionen auf Streits oder sonstiges, ne? Und das ist einfach einer der ganz, ganz interessanten Aspekte zu verstehen, okay, wann esse ich eigentlich und warum esse ich eigentlich? Also gerade die ersten Male hat der Verzicht auf etwas in meinen Mund zu führen bei mir ganz, ganz viele tiefe Prozesse losgelöst und mich reflektieren lassen. Ich habe super viel geträumt von Essen, von heimlich Fastenbrechen und ja, also es wird mit der Zeit besser und ich kenne Leute, die wirklich ständig, also jedes Jahr einfach 2 Mal fasten und es dann auch mittlerweile schon auf irgendwie 14 Tage, 20 Tage oder so hochgebracht haben. Und denen das dann ganz leicht fällt und die das dann eben auch in den Alltag super integrieren können, weil der Körper das einfach schon kennt und auch die Psyche. Aber gerade am Anfang ist es etwas, wo man sich wirklich, wirklich Raum und Zeit geben sollte, um diesen Prozess auch wirklich voll zu integrieren. Das Fasten, das ich praktiziere, ist meistens, dass ich den ersten Tag einen Entlastungstag mache. Das heißt, ich esse da nur Obst und dann geht es eben danach los mit nur noch Wasser. Und ich mache das mittlerweile flexibler. Das erste Mal habe ich eben nur 6 Tage Wasser getrunken. Mittlerweile versuche ich schon immer so 7 Tage. Ich hatte auch schon einmal einen ganz, ganz guten Lauf. Da habe ich irgendwie 12 Tage gemacht. Aber meistens halte ich es einfach bei 7 Tage dann nur Wasser. Und dann eben das Fastenbrechen. Viele Leute sagen, dass das Fastenbrechen und die Tage danach eigentlich viel schwerer sind als der Verzicht auf die Nahrung an sich, weil man sich da eben ganz, ganz langsam rantasten muss. Ich werde am Ende des Videos nochmal da was zu sagen. Aber das, was mich eigentlich immer wieder dazu bringt, zu fasten, ist auf jeden Fall dieses Gefühl der Leere. Also einfach seinen Magen und seinen Darm komplett zu leeren und somit einen ganz anderen Zugang zu deinem Bauch zu haben, zu deiner Intuition. Ja? Also da sitzt ja auch wirklich das Bauchgefühl. Und ich habe einfach für mich selbst die Erfahrung gemacht, dass ganz große Klarheiten, ganz große irgendwie Einsichten bei mir immer wieder durchs Fasten ausgelöst worden sind. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich immer wieder darauf zurückgreife und es mittlerweile wirklich so als Routine in meinen Alltag integriert habe, dass ich schon versuche, eigentlich 2 Mal im Jahr zu fasten.
Mir ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass dieses Video nur meine eigene Erfahrung ist. Also Fasten kann für jede Person ganz, ganz anders sein. Für mich hat sich eben schon dieser Rhythmus irgendwie eingespielt, dass ich die ersten Tage eher am Leiden bin und dann das Ende des Fastens für mich ein extremes Hoch ist. Mir ist einfach nur wichtig, dass dir bewusst ist, dass Fasten eben keine Diät ist und dass es in einem sicheren Rahmen stattfinden sollte. Ansonsten erstmal viel Spaß mit dem Video. Heute ist Fruchttag. Mango, Banane, Papaya, ein paar Cashewnüsse und Kokosraspeln. Ich dachte, ich mache noch mal ein kurzes erster Tag-Update. Es ist ja noch nicht mal der erste Tag. Heute ist ja noch Früchtetag sozusagen. Ich habe ja vorhin einen Teller Früchte zum Frühstück gegessen und jetzt esse ich noch mal eine Mango, ein bisschen Kokosraspeln und ich habe jetzt bestimmt schon seit 3 Stunden Kopfweh. Nicht so schlimm bis jetzt. Ich werde auch einfach gleich schlafen gehen. Ich bin sowieso sehr empfindlich für Kopfweh und Migräne. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch mein Unterbewusstsein ist, was einfach immer erwartet an diesem Früchtetag, beziehungsweise dann im ersten Fasten, dann auch, weil ich Kaffee aufhöre. Ob ich das schon erwarte und ob es deswegen kommt, oder ob es wie so ein Nocebo-Effekt ist. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, morgen wird es besser. Und ich werde jetzt diese letzte Mahlzeit genießen und ja, melde mich dann morgen wieder. Okay, es ist Tag 1 und es ist glaube ich 12.30 Uhr, also eigentlich relativ früh. Aber ich habe Hunger und ich habe auch jetzt schon leicht Kopfweh. Ich hatte gestern auch mega Kopfweh. Obwohl ich noch Früchte gegessen habe, ist es meistens der Kaffee. Das erste Mal, als ich gefasst habe, war mir das überhaupt gar nicht bewusst. Und da habe ich noch schön am Tag davor mir 2 fette Kaffee reingeballert. Diesmal habe ich versucht zu reduzieren auch. Und trotzdem hatte ich gestern schon Kaffee und ich merke es jetzt auch schon wieder. Und deshalb werde ich jetzt auf diesen Freund zurückgreifen. Ja, ein Einlaufgerät. das, was eigentlich viele Leute immer vom Fasten abschreckt und ich weiß gar nicht warum, weil wenn man es einmal gemacht hat, ist es echt gar nicht so schlimm. Und es ist ehrlich gesagt auch eigentlich ganz geil, einfach weil man merkt, was für ein Dreck aus einem rauskommt. Und man kann natürlich auch Glaubersalz nehmen. Ich habe es persönlich noch nie mit Glaubersalz gemacht. Das ist mein 8. Mal, dass ich faste und ich habe echt immer auf den Einlauf zurückgegriffen. Ich mache diesen Einlauf praktisch alle 2 Tage. Und ja, erstmal geht der Hunger weg, weil einfach dein Darm und dein Magen komplett sich leert. Und zweitens, diese ganzen Schlacken, die sich halt am Rand deines Darms irgendwie festsetzen, werden halt dadurch gelöst und können abgetragen werden. Und einfach, da steckt richtig viel Gift und Scheiße drinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die wollen einfach loswerden und deswegen werde ich mir den jetzt hier gönnen und hoffe, dass es mir danach ein bisschen besser geht. See you in a bit! Okay, Einlauf Nummer 1 geschafft. Ja, Kopfweh ist immer noch da. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute vielleicht ein Video drehen kann. Eigentlich wollte ich gerne 3 Aszendenten-Videos drehen. Surrender to the process. Ja, hätte ich mir auch denken können. Die ersten 2 Tage sind einfach nicht so geil. Ich gönne mir jetzt erstmal dieses Baby hier. Also das erste Mal, als ich gefastet habe, habe ich so ein Online-Fasten gemacht mit, das war von Rüdiger Dahlke und Veit Lindau und noch irgendjemanden, ich kann mich nicht mehr erinnern, so eine Frau, die Yoga angeboten hat. Und das Fasten nach Buchinger, also es war ein Tag eben Obst und dann 6 Tage Wasserfasten. Normalerweise trinkt man da einfach so ein Glas Gemüsesaft oder Gemüsebrühe irgendwie, ohne Salz.
einmal am Tag. Und seit ich aber jetzt in Sri Lanka lebe, habe ich das mit diesem Baby ersetzt. Weil ich fand den Gemüsesaft schon auch ganz geil in Europa, aber das gibt es hier halt einfach nicht. Das ist ein bisschen zu fancy und mir das selber zu machen, da trinke ich lieber so ein oder zwei von denen am Tag. Und das hilft auf jeden Fall auch, einfach ein paar Nutritions irgendwie zu dir zu nehmen. Und hat halt einfach ein bisschen Geschmack, weil das ist auch auf jeden Fall das, was am allermeisten irgendwie fehlt, ne? Einfach irgendwas zu schmecken und ja, diese Stimulation generell durch den Mund. Naja, mal sehen. Ich genieße jetzt erstmal diese süße Maus hier und ich melde mich später nochmal oder morgen. Kurzes Update. Mir geht's einfach nur scheiße. Ich habe mega Kopfweh und habe das Gefühl, dass ich mich übergeben muss. Der Körper muss sich einfach umstellen die ersten Tage. Und ich merke richtig, wie in mir so ein Kampf stattfindet irgendwie. Ich bin mega müde. Und ja, ich habe erst oben ein bisschen gelegen, aber dann habe ich gemerkt, dass irgendwie durch die Höhe irgendwie der Druck noch stärker wird. Ja. Soweit. Hallo zurück! 14 Stunden später. Oh Gott, es war so schrecklich. Ich musste mich dann tatsächlich übergeben und dann konnte ich aber wenigstens danach gut schlafen. Dann erstmal draußen im Garten kurz geschlafen, weil mir die Wellen zu laut waren. Ihr hört's ja. Als ich dann nochmal aufgewacht bin, dachte ich so, okay, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Da war es irgendwie 6.30 Uhr oder 7. Ich bin dann hochgegangen und dann war es wenigstens dunkel, also kein Druck mehr auf den Augen. Ich bin dann auch mal so lichtempfindlich. Und dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich um 1 Uhr wieder wach geworden. Da war ich so, okay, alles klar. Und dann war ich so 1,5 Stunden wach. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann ja, bin ich erst um kurz nach 6 wach geworden. Und ja, fühle mich fit und klar jetzt gerade vom Kopf, aber so ein bisschen fragil. Also es ist wie so ein leichtes Buzzing, was so über dem Körper ist. Ich bin dann erstmal spazieren gegangen, habe meditiert und jetzt ist es 8 Uhr, jetzt mache ich erstmal Sport und mal gucken, ob der Tag besser wird. Ich gehe davon aus, dass ich heute noch ein bisschen schwach bin, aber ich hoffe, dass ich morgen an Tag 3 schon ins Fastenhigh komme. Ansonsten denke ich spätestens Tag 4. Es ist 1.20 Uhr und ich habe schon wieder Kopfweh. Ich habe versucht, jetzt irgendwie ein bisschen zu arbeiten, aber es ist echt schwierig. Bildschirme machen mir einfach Kopfweh gerade. Und ja, der Körper hat sich wohl noch nicht ganz dran gewöhnt. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen und gucken, wie es später weitergeht. Ob es weitergeht oder ob der Tag heute einfach auch noch nur zum Entspannen da ist. Ich verdränge immer wieder, dass die ersten Tage beim Fasten einfach nicht für Produktivität da sind.
mein Gott. Es ist jetzt 17.30 Uhr und ich habe schon wieder seit 1 Uhr ungefähr so krass Kopfweh. Dann habe ich die Küche 2 Stunden lang geputzt, den Kühlschrank ausgeräumt und ein bisschen geputzt und das ging ganz gut. Aber alles mit Medien und so Licht und so läuft gar nicht. Ich gehe davon aus, dass ich wieder mega früh schlafen werde. Und ich hoffe einfach, dass es morgen besser ist und dass ja, mein Körper die Resistenz gehen lassen kann. Und ja, das wäre richtig, richtig toll. Mal sehen. Wir sehen uns morgen wieder. Jetzt ist noch ganz dunkel draußen. Die Sonne geht gerade auf, aber es regnet. Ich bin gestern wieder sehr, sehr früh schlafen gegangen. Um 7 und dann bin ich eben um 11 aufgewacht, weil es so krass geregnet hat. Es ist ja auch Monsunzeit hier in Sri Lanka. Und ja, jetzt bin ich gerade aufgewacht. Es war 5, jetzt 5:30 Uhr. Und alles ist nass. Oh Gott. Und es sieht irgendwie nicht so aus, als würde die Sonne später rauskommen, damit es trocknet. ja. Jetzt merke ich, dass mein Körper so ein bisschen in die Schwäche geht. Deswegen wäre ich jetzt gerne spazieren gegangen. Einfach, dass der Sauerstoff und das Laufen und das Atmen mir irgendwie so einen Boost gibt. Aber es ist auch alles oben, dass meine ganze Yogamatte ist durchtrieft. Durchtrieft? Durchnässt? Durchnässt. Sie trieft. Und ja, das ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen bad. Wahrscheinlich ist es der 3. Tag vom Fasten jetzt einfach so ein bisschen soaky und wird. Eigentlich hatte ich gehofft, dass heute wieder Energie kommt. Ich bin gerade total unschlüssig, was ich jetzt machen soll. ja, mal sehen. Ja, ich bin wieder im Bett gelandet. Ich habe mir voll viel in meinen alten Tagebüchern durchgelesen über den Fastenprozess und was da so passiert ist in den ersten Tagen, weil ich ja jetzt einfach den Fruchttag und die ersten 2 Tage so Kopfweh hatte. Ja, und irgendwie gehört es jetzt so dazu schon. Ich merke heute einfach so diese Schwäche auch, die so der Übergang, glaube ich, ist, wenn man in die Kraft geht, wenn der Körper so wirklich versteht, okay, er muss jetzt umschalten, er muss jetzt irgendwie an die Reserven gehen, um die Energie zu bekommen. Ich hatte gestern einfach noch morgens krass viel Energie, ne? Also ich habe ja noch voll Sport gemacht. Das kann ich mir jetzt gerade erstmal nicht so vorstellen. Ja, also ich merke jetzt auch, wenn ich aufstehe, dass ich langsam aufstehen muss, dass ich einfach so ein bisschen waberig, ich kann es gar nicht, waberig, verstehst du da was drunter? Also es ist irgendwie so, es ist so eine krasse Aufmerksamkeit irgendwie im Körper und es ist auch voll schön. Ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht, wie heute der Tag verläuft. Ich habe dann auch noch mal nachgeguckt, beim letzten Mal Fasten hatte ich tatsächlich 4 Tage lang Kopfweh und dann ging das Fasten hoch so richtig los. Und ich freue mich schon wieder so aufs Essen, das habe ich immer, das ist so verrückt. Dann sehe ich immer so die leckersten Sachen und habe immer so viele Ideen, irgendwie geiles Essen zu machen. Naja, aber das erste Mal beside. Es ist wirklich so abgefahren zu gucken, okay, was sind eigentlich so die Prozesse, die man immer so hatte. Als ich mein Tagebuch angeguckt habe, also ich weiß noch, beim ersten Mal Fasten kann ich mich gar nicht genau erinnern, aber da war es so richtig krass, dass ich irgend so einen unglaublichen Impuls hatte, dass ich irgendwas verändern wollte. Beim zweiten Mal Fasten habe ich entschieden, dass ich Deutschland verlassen will. Ja, das kam dann und war so, okay, ich will jetzt gehen, so, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich möchte einfach mich erforschen, weiterziehen, andere Kulturen kennenlernen.
kennenlernen, sorry. Das dritte Mal Fasten war dann erst so ein Jahr und 3 Monate später oder so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann Deutschland schon verlassen gehabt. Ich war dann schon auf Reisen gewesen und war dann zum zweiten Mal wieder in Sri Lanka angekommen. Und da habe ich dann gerade im Tagebuch gelesen, dass ich mich dann da entschieden habe, dass ich mir hier irgendwas suchen will. Beziehungsweise, dass ich dieses Strandhaus von meinem Vermieter eben halt übernehme für 5 Jahre und renoviere. Und ja, es ist echt verrückt. Dann beim letzten Mal Fasten, also die dazwischen habe ich leider keine Tagebucheinträge. Deswegen kann ich das nicht mehr genau nachvollziehen. Aber beim letzten Mal Fasten, da war das richtige Hoch so am 28.02. und 1.03. Und am 1.03. hatte ich dann die Idee, dass ich diesen deutschen YouTube-Kanal mache. Ich habe davor ja so ein paar Videos auf Englisch gemacht und wusste aber überhaupt gar nicht so, was ich eigentlich wirklich teilen will. Und ja, genau. Also es ist irgendwie total schön rund, das jetzt auch nochmal anzugucken und zu sehen, so okay, es ist jetzt irgendwie ja ein halbes Jahr her. Und ja, ich glaube genau 6 Monate sind es morgen. Und wie so Zyklen sich irgendwie abschließen. Und ja, es ist einfach mega schön, dass ich jetzt merke, so okay, es macht mir auch Spaß und ich habe irgendwie so gefunden, wie ich das machen will. Aber es zeigt mir natürlich auch nochmal, wie lange es eigentlich dauert, wirklich so Prozesse durchzuziehen dann, also von der Idee bis dann wirklich irgendwie was anfängt und ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar. Ich bin voll dankbar, dass ich mich immer wieder in dieses Fasten reinstürze und mich da durchbeiße und mir den Raum geben darf auch, ne? Also es ist ja schon damals, als wir gefastet haben, haben wir uns immer freigenommen. Da habe ich ja noch gearbeitet und ich habe das damals auch mit meiner Mitbewohnerin zusammen immer gemacht. Das erste Mal Fasten haben wir auch. Das erste Mal Fasten ist nicht so leicht. Und zwar so ein Online-Programm, das hieß irgendwas mit Omega-Fastenkur oder so. Und ich hätte das niemals geschafft ohne diesen Support von täglichen Videos und ja, meine Mitbewohnerin, die mitgemacht hat. Und wir waren eine größere Gruppe. Also ich glaube, wir waren insgesamt irgendwie so 5 Leute oder so, die es zusammen gemacht haben. So Bekannte und dann natürlich Hunderte, die diese Fastenkur gemacht haben und natürlich energetisch wurde man einfach so supported durch dieses Wissen, dass halt so viele das gleichzeitig machen, weil es war echt richtig schwer und alleine hätte ich auf jeden Fall abgebrochen. Und ich bin so froh, dass ich das so in meine Routine irgendwie reingebracht habe, auch obwohl ich jedes Mal wieder denke, so, oh nee, eigentlich gar keinen Bock und oh, da kriege ich gleich auch einen Hungerschub. Und wo ich halt eigentlich immer so denke, so boah, okay, ich mache es wirklich nur wegen diesem Resultat. Am Ende ist halt wirklich immer sowas Magisches, wie so eine Botschaft, die sich irgendwie aus dem tiefsten Inneren irgendwie so an die Oberfläche nach oben erkämpft und dann so pfiou. Also ich bin ganz gespannt, was diesmal passiert so in mir, was für eine Clarity ich bekomme. Ja, genau. Ich glaube, ich werde mich langsam dann doch mal irgendwann auch aufraffen. Vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Ich glaube, es regnet jetzt nicht mehr. Ja, aber so viel wird heute nicht gehen. Ich merke schon, es wird so ein ganz gechillter Tag. Es ist auch ganz grau und verhangen und alles ist nass, weil es so geregnet hat. Deswegen ist, glaube ich, ein Kuscheltag heute. Guten Morgen, willkommen zu Tag 4. Ich habe gestern den ganzen Tag im Bett verbracht und es war so schön, ich war so produktiv. Ich habe das früher schon immer gemacht, dass ich eigentlich aus dem Bett rausgearbeitet habe. Und ich da irgendwie so in meine Zone rein kann. Ich bin echt nur einmal spazieren gegangen. Ansonsten habe ich einfach den ganzen Tag irgendwie total schön irgendwie Tee getrunken und da irgendwie kreativ gearbeitet, habe mein Notion-Template weiter ausgebaut, weil ich einfach merke, dass ich ja strukturierter werden will. Ich habe an meinem Logo gebaut, ah, es ist so aufregend alles.
Und ja, also ich fühle mich, ich habe keinen Kopfweh mehr gehabt gestern, was richtig gut war. Ich musste gestern auch keine Tamale trinken, also keine Kokosnuss, weil ich irgendwie ja, mich energetisch gut gefühlt habe. Aber ich will heute einen trinken, weil ja so ein bisschen Nährstoffe sind schon gut. Und ja, jetzt bin ich gerade zum Tempel spazieren gegangen und habe da meditiert. Und jetzt lege ich hier auf meine Yogamatte und werde mich so ein bisschen bewegen, regeln und mal gucken, was so geht heute. Keinen krassen Sport, glaube ich, aber einfach so ein bisschen Bewegung reinbringen. Ich hatte heute Nacht wirklich Gliederschmerzen. Ich weiß nicht sicher, ob das irgendwie davon kam, dass ich jetzt gestern den ganzen Tag fast gelegen bin. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Mal sehen. Ansonsten ja, freue ich mich einfach, dass die Kopfschmerzen vorbei sind. Ich fühle mich wirklich schlapp, aber ich gehe mal davon aus, dass morgen vielleicht alles bergauf geht mit der Energie. Also gestern schon total inspirierend und so eine Klarheit und so ein schöner Fokus, der da war. Und ich konnte mir Zeit nehmen, was ich mir sonst gar nicht mehr wirklich erlaube, irgendwie, weil ich immer so viel Druck habe, also in meinem Kopf. Das war einfach wunderschön. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und gut getan. Und ja, vielleicht ist das Fasten auch genau dafür da. Okay, ich melde mich später wieder. Hallo zurück! Es ist mittlerweile schon wieder 6 Uhr und ich bin fleißig am Wasser trinken. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich merke heute so ein bisschen Schwindel, wenn ich aufstehe. Und ja, der Sport heute Morgen, also es war eher so ein bisschen Stretching und ein bisschen Getanze, ein bisschen Yoga. Und aber so richtig Cardio oder sowas war jetzt auf jeden Fall nicht drinnen. Und ja, dann war ich den ganzen Tag eigentlich relativ produktiv. Also ich habe mehr so Sachen im Sitzen gemacht. ich versuche hier sowieso gerade einfach so ein bisschen Produktivität in meinen Alltag reinzubringen. Jetzt, wo ich ja irgendwie so dieses neue Business irgendwie starte und mir so klar zu werden, okay, wie kann ich das irgendwie gut organisieren und strukturieren, damit ich auch wirklich gut durch den Alltag kommen kann. Das war ja auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mein Problem. Und ja, da habe ich Skillshare 2 Klassen gemacht und ich fühle mich auf jeden Fall irgendwie, als konnte ich gut Dinge aufnehmen und als würde ich ein bisschen was strukturieren, aber es ist auf jeden Fall eher noch so ein, ja, lazy day. Ich bin gespannt, wie morgen ist. Morgen Tag 5. Normalerweise sollte das total das High sein. Ja, ich bin gespannt. Ich bin immer noch so zwischendrin immer wieder am Überlegen, okay, soll ich Fasten am Sonntag brechen oder am Montag? Also vom Gefühl bis dahin schaffe ich es auf jeden Fall. Aber in mir drin ist einfach immer noch die Frage so, okay, wie lange möchte ich? Also die Vorfreude aufs Essen fängt einfach jetzt schon wieder an. Oder eigentlich ist die Freude aufs Essen einfach die ganze Zeit da. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich irgendwie jetzt schon dann nach diesem Fasten in so einen neuen Alltag zu starten und nimm das halt jetzt gerade wirklich so, um diesen Alltag zu strukturieren und mir ein bisschen bewusster zu werden, wie ich mich organisieren kann. Und das war einfach jetzt wirklich nötig. Also ich merke einfach, dass ich, ja, kann meinen Kopf einfach nicht so als Speicherort für meine To-Do-Listen und sowas alles irgendwie die ganze Zeit benutzen und war einfach total überfordert und konnte auch nie, ich habe 1000 Listen überall und so und jetzt ist mal alles an einen Ort zu bringen und ja, gestern habe ich ein Logo auch entworfen und ja, zu merken, dass ich einfach wieder ein Business kreiere, irgendwas, was mir Spaß macht und was ich einfach Lust habe irgendwie zu verfolgen und ja, genau, wenn man aufs Herz hört, dann spielt das Universum ja auch immer mit. Deswegen hoffe ich, dass ich auch dann in dem nächsten Jahr sehe, dass diese Aktionen dann Früchte tragen. Wir werden es sehen.
und herzlich willkommen zu Tag 5. ja, mir geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich hatte gestern echt so einen super aktiven Tag. Also ich habe unglaublich viele Skillshare-Classes gemacht. Heute läuft meine Subscription aus. Deshalb habe ich nochmal alles reingequetscht, was ich irgendwie machen wollte. Und ja, dann hatte ich nicht so viel Schlaf wie die Tage davor. Also ich glaube, ich bin um 10:30 eingeschlafen. 10:30. Und dann um 6 aufgewacht. Und ja, es war echt... Also mein Körper fühlt sich super an. Es ist schon fast so, wie als würde ich meinen Körper gar nicht mehr richtig spüren. Es ist so ganz leicht und so. Also ich bin dann... Also ich war erstmal ein bisschen schwindelig und das in der Früh brauchst du mal kurz. Dann habe ich erstmal direkt eine Heiß-Kalt-Dusche genommen. Und dann bin ich zum Tempel wieder gegangen zu meditieren und das war auch irgendwie schön, weil ich kann gerade irgendwie nicht an der Straße entlang laufen so, und da muss ich einfach nur ein bisschen ins Land reinlaufen. Das, diese Geräusche von der Straße, wenn diese schnell an mir vorbeifahren, da merke ich schon, das ist irgendwie, da bin ich gerade so ein bisschen empfindlich drauf. Und ja, dann bin ich zurückgekommen und habe so eine Stunde, eineinhalb Stunden mich gestretcht und ein bisschen Sport gemacht, aber halt wirklich auch nur so ganz entspannt, habe ein bisschen getanzt. Ja, und ich merke, ich schwitze einfach extrem viel. Also ein typisches Ding beim Wasserfasten ist ja auch, dass man einfach irgendwie stinkt. Also diese ganzen ekligen Sachen, die aus einem rauskommen, so, das ist einfach, ja, man riecht einfach anders. Aber okay, es ist ja gut, dann weiß man wenigstens, was alles für Giftstoffe aus einem rauskommen. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich einen kleinen Raw-Kakao trinke. Ich spüre da erstmal noch ein bisschen rein. Ich trinke jetzt erstmal einen Liter Wasser und dann schaue ich so, wie ich mich am Nachmittag fühle, ob ich das irgendwie mal ausprobieren möchte. Aber irgendwie kam heute so der Impuls irgendwie, dass ich mich voll gerne mit meinem Herz verbinden würde und ja, so eine kleine Zeremonie machen würde. Ansonsten merke ich auf jeden Fall, dass das Topic dieses Fastens organisieren und strukturieren ist, habe ich ja schon erwähnt. Aber es geht, glaube ich, für mich auch wirklich darum zu erkennen, dass ich jetzt ein ordentliches Business irgendwie aufbauen will wieder. Ich glaube, der Rückschlag, den ich hier hatte, als ich eben diesen Ort hier renoviert habe, ich habe die Geschichte ja noch nicht wirklich erzählt. Ich glaube, ich mache darüber mal ein Video. Und dann eben Covid kam. Und das alles irgendwie so zerbürstet ist und danach mein Upcycling-Business hier, was dann auch wieder zerplatzt ist. Ich glaube, es hat mich einfach jetzt auf jeden Fall so ein Jahr relativ lahmgelegt und ich wusste irgendwie nicht so wirklich, wohin mit mir. Und ich fühle mich jetzt irgendwie so, okay, letztes Fasten habe ich beschlossen, den YouTube-Kanal auf Deutsch zu machen. Und jetzt ist es irgendwie so, okay, ich möchte so richtig in dieses... In mein professionelles Ich hineintreten. Ne? Ich freue mich auch so richtig drauf, dann da irgendwie jetzt einzusteigen und zu gucken, wie ich das irgendwie übers nächste Jahr anpassen kann, wie ich da irgendwie so reinfliege, was so passiert und ja, will jetzt aber auch nochmal genießen. Also ich will, glaube ich, auf jeden Fall bis also Montag erst Fasten brechen. Das heißt, es sind jetzt noch 3 Tage, heute, morgen, übermorgen. Und die möchte ich jetzt irgendwie noch nutzen, um, ja, Klarschiff zu machen. Genau. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Ich werde heute nochmal einen Einlauf machen. Das ist ja das 3. Mal dann. Und vielleicht Leberwickel. Mal gucken. Einfach durch den Tag flohen und schauen, was passiert. Hallo. Es ist jetzt 6 Uhr abends. Und mir geht's echt gut. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Aber mit denen habe ich immer zu kämpfen. Ansonsten fühle ich mich eigentlich energetisch. Ich habe heute das erste Mal geschafft, jetzt schon 3 Liter zu trinken. Also ich glaube, ich komme heute auf 4. Ich hatte echt, also nur Wasser, ich hatte echt Probleme irgendwie die letzten Tage, mehr als 2 Liter am Tag Wasser zu trinken. Und ja, ansonsten bin ich immer noch sehr kreativ und freue mich irgendwie so über diese ganze Struktur und Organisation, die ich reinbringe. Also ja, in dieses professionelle Mindset irgendwie gerade einzutauchen
Mal gucken, was ich die restlichen 2 Tage jetzt noch alles so mache. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen am Branding arbeiten. Und ich habe meinen Lauf gemacht. Und das war echt auch wieder richtig schön befreiend. Ich merke einfach wirklich, dass also sogar jetzt noch einfach so viel in einem ist. Zwischendrin habe ich immer so kurze Müdigkeitsschübe irgendwie. Und dann, wenn ich wegen irgendwas enthusiastisch werde, dann geht es auch wieder nach oben, meine Energie. Also mal gucken, ob ich nochmal tiefere Durchbrüche habe oder was so die allgemeine Thematik der nächsten 2 Tage sein wird. Bin einfach ganz gespannt. Ich lieb's, ich bin mega stolz auf mich. Es ist Tag 5 und ich fühle mich richtig gut und ja, ich glaube, das ist auch eins der wirklich intensivsten Dinge, die einfach immer passiert ist, dass man so unglaublich dankbar ist, dass man irgendwie die Stärke hat, das durchzuziehen, und dann kommt halt auch irgendwann dieses Hoch, wo eigentlich nur noch die Lust da ist, aber nicht wirklich der Hunger. Also Hunger hatte ich eigentlich dieses Mal wirklich ganz wenig, immer nur, vielleicht insgesamt hatte ich 4-mal Hunger, aber diese Leichtigkeit und dieses... Ja, es kann auch echt so, es gibt schon auch so eine Schattenseite davon. Das merkt man dann immer am Ende, wenn man auf einer Seite eigentlich nicht aufhören möchte und immer denkt, man könnte für immer so weitermachen. Es gibt ja auch viele Leute, die wirklich lange fasten, ne? Es gibt Leute, die 21 Tage fasten. Das könnte ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Zeit danach, das würde ich niemals aushalten. Die halbe Zeit des Fastens eigentlich wirklich so Schonkost essen soll und vor allem ohne Salz, weil Salz halt eben dazu führt, dass man Wasser einlagert. Und es kann auch wirklich gefährlich sein, wenn man viel salzige Sachen oder fettige Sachen am Anfang isst. Deswegen, also ich finde 4 schon echt herausfordernd. Aber ja, da werde ich dann auf jeden Fall auch noch nächste Woche näher drauf eingehen. Wie ich dann Fasten breche und was ich dann esse die ersten Tage. Soweit bis dahin erstmal und ja. Hallo, guten Morgen. Tag 6. Es ist super früh, es ist 6 Uhr morgens und es ist total verregnet. Ich zeige das mal kurz. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt irgendwie entschieden, erstmal im Bett zu bleiben. Ich habe mir jetzt eine Kanne Tee gemacht und werde schön Tagebuch schreiben und mal gucken, was in der nächsten Stunde passiert. Ansonsten habe ich gut geschlafen. Ich bin um 9:30 eingeschlafen und ja, eben um 5:30 aufgewacht. Und ich fühle mich fit. Ich hatte ein bisschen ekligen Geschmack im Mund und so, aber das kommt halt auch, dass da eben dieser Detox über die Zunge ganz viel passiert. Also Zungenschaber und Zähne geputzt und dann ist auch wieder gut. Und jetzt, ja, habe ich meinen Tee und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich melde mich später. Hallo, es ist mittlerweile Nachmittag und ja, ich hatte einen richtig schönen Morgen. Ich habe erstmal im Bett einfach gejournalt und so ein bisschen meine To-Do-Liste abgedatet und Tee getrunken. Und ja, dann bin ich spazieren gegangen. Dann habe ich Sport gemacht, was echt schwierig heute war. Also ich merke so, heute bin ich nicht so energetisch. Ja, ich komme irgendwie nicht so richtig hoch. Also... ja, ich merke, dass ich mich unglaublich freue, am Montag einfach anzufangen zu essen. Es wird jetzt einfach ein bisschen anstrengend. Einfach, ja, weil ich merke, dass körperlich jetzt so eine Entschlaffung irgendwie kommt. Mein Kopf ist voll klar und ich habe voll Lust irgendwie. Aber ja, ich habe jetzt gedacht, okay, dann genieße ich jetzt auch einfach noch so ein bisschen das Langsame. Weil ab nächste Woche ist ja dann auch wieder alles normal und das Fasten ist ja auch da dazu, dass man irgendwie so ein bisschen runterfährt. Und ich war einfach super aktiv die letzten 3 Tage, deswegen ist es jetzt auch mal okay, sich so ein bisschen rein zu tunen. Ich habe ja gestern keinen Kakao getrunken, obwohl ich es mir überlegt habe.
Ich bin jetzt am Überlegen, weil ich dachte, vielleicht gibt mir das irgendwie so einen kleinen Energiepush. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Ich fühle da jetzt mal noch mal ein bisschen rein und ja, melde mich später bestimmt noch mal. Bye! Okay, ich habe mich entschlossen, das zu machen. Ich habe mir hier so eine kleine Tasse Kakao gemacht. Mit zarten 10 Gramm. Und oh mein Gott, ich freue mich total. Er sieht einfach so cremig aus. Und einfach einen Geschmack zu fühlen, zu spüren, zu erfahren, glaube ich, wird jetzt schon total krass sein. Mein Gott, ist das geil. Okay, das habe ich auf jeden Fall alleine schon gebraucht, irgendwie, um mein Herz höher schlagen zu lassen. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Ich glaube, man muss irgendwie so ein bisschen ums Fasten herumarbeiten, wie es für einen irgendwie passt. Wir haben ja damals beim ersten Mal Fasten habe ich noch immer so Gemüsesäfte getrunken, also immer nur ein Glas am Tag. Oder Gemüsebrühe, aber diese Brühe fand ich überhaupt nicht gut. Beim ersten Mal Fasten meine ich sogar, dass wir angefangen haben mit noch so eine Art Smoothie oder sowas. Und das fand ich, das hat mir gar nicht gepasst, weil dann habe ich immer mehr Hunger bekommen. Weil eben meine Darmfunktion, Magenfunktion wieder sich angeregt hat und das hat irgendwie für mich nicht funktioniert. Jetzt trinke ich halt Kokosnusswasser eigentlich so, obwohl ich diesmal tatsächlich auch ganz wenig Kokosnusswasser getrunken habe. Ich glaube, ich habe jetzt, heute ist Tag 6 und ich habe 3 Kokosnüsse getrunken. Und ich habe auch schon mal gelesen, dass Leute so einen Löffel Chiasamen gegessen haben, also halt eingeweichte Chiasamen am Tag. Wir haben auch, genau, am Anfang, um es leichter zu machen, mal zwischendrin einen Löffel Honig, das bringt den Kreislauf wieder hoch. Ich habe jetzt auch einen halben Löffel hier in den Kakao rein. Oh Gott, das schmeckt so gut. Oh, bless it. Ja, falls ihr mehr zu so Zeremonien mit Kakao oder so wissen wollt, lasst mir gerne einen Kommentar unten. Da würde ich auch gerne mal ein Video machen. Vor allem, weil es da ja auch einfach negative Seiten dazu gibt. Wie bei vielen Sachen, die jetzt so hip sind in der Spiri-Szene. Aber ja, genau. Ich genieße jetzt erstmal meinen Kakao und ich melde mich später. Ah! Tag 7. Ich kann es gar nicht glauben. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Ah, es ist so schön, dass ich morgen wieder essen kann. mir geht's gut. Ich hatte gestern nach dem Kakao den mega schönen Flow, voll den Kreativitätsschub und ja, dann habe ich echt, ich glaube, ja, 6 Stunden einfach noch gearbeitet und dann ja, bin ich schlafen gegangen und habe irgendwie auch echt nicht so lange geschlafen. Das ist auch einer der Nebeneffekte, dass das Fasten eigentlich hat, dass man immer weniger Schlaf braucht, weil die meisten Ruhephasen kommen eben dadurch, dass unser Darm und unser Magen eben arbeitet. Und da das ja nicht mehr stattfindet, wenn wir fasten, haben wir einfach viel mehr Energie und deswegen reduziert sich meistens die Schlafphase extrem nach, ja, also sobald man im Fastenhai irgendwie da ist. Und ja, dann bin ich um 6 wieder aufgestanden und zum Tempel gegangen, habe dort ein bisschen meditiert, es hat total geregnet, aber ich dachte so, irgendwie ist es auch jetzt schön, mal durch den Regen zu laufen mit meinem Regenschirmchen. Und ja, dann habe ich da meditiert und dann bin ich zurückgekommen, habe jetzt so, ja, ein bisschen Yoga und gemacht und getanzt. Aber merke schon, nicht so viel Energie. Also so die typischen Übungen, boah, das zieht schon ganz schön irgendwie rein und ist einfach nicht so viel Energie da.
Jetzt habe ich gerade den Küchenboden noch geschrubbt und sauber gemacht, damit alles irgendwie schön ist, wenn ich morgen wieder anfange zu essen. Und auch da, ich merke jetzt richtig, wie ich so kurzatmig bin irgendwie und mein Herz am Pochern ist. Also ja, es wird morgen wieder Zeit. Ich habe richtig Lust, wieder einzusteigen und mir es dann schön machen und dann genüsslich hoffentlich eine leckere Mango verspeisen oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, ich werde jetzt erstmal den Tag starten. Wir werden ein bisschen journalen und mal gucken, was sich heute so ergibt. Und ich melde mich bestimmt drin wieder. Hallo! Nur ganz kurz. Es ist jetzt 6 Uhr und ich fühle mich irgendwie extrem schwach. Ja, ich glaube, es ist gut, dass ich morgen einfach wieder esse. Bis 2 Uhr war ich voll aktiv und produktiv. Und dann musste ich einfach mal eine 3 Stunden Pause nehmen. Ich habe gemerkt, dass ich extrem mit Schwindel zu kämpfen hatte. Da habe ich nochmal einen Einlauf gemacht. Und jetzt trinke ich gerade eine reife Kokosnuss und da merke ich jetzt, okay, jetzt fährt mein Körper irgendwie hoch und ist auch gut, dann wird mein Körper und mein Darm und mein Magen jetzt einfach so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es morgen was zu essen gibt. Also da sind jetzt schon so ein paar Nährstoffe drin, die wieder alles ein bisschen in Gang bringen und ja, dann freue ich mich einfach nur so krass auf morgen. Ah. Naja, aber den letzten Abend und die letzte Nacht bringen wir jetzt auch noch rum und umso schöner wird es dann morgen. Und ja, da nehme ich euch dann auf jeden Fall mit zum Fastenbrechen. Bis dann! Tag 8, Fastenbrechentag. Ich war gerade in Gaul, in der nächsten Stadt, und ich habe eingekauft, habe leider Ewigkeiten noch im Post Office verbracht, aber es war so ein Genuss, einkaufen zu gehen. Und ja, ich werde jetzt gleich noch schnell duschen gehen und dann werde ich Fasten brechen, aber ich wollte euch mal kurz die Abundance an Gemüse und Früchten, die ich gekauft habe, zeigen. Also, ich habe ganz viel Grünzeug, das ist halt erstmal die Verdauung anzuregen. Avocado-Gurken, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Pilze und Obst natürlich auch richtig viel. Mangos, Papaya, Bananen, mehr Avocado, Passionfruit, Wassermelone und Ananas. Und ja, jetzt freue ich mich einfach nur und ich zeige euch gleich, mit was ich das Fasten breche. Okay, meine Lieben. Ah, das ist der heilige Moment. Ich werde das Fasten brechen. Und ich habe vor einer halben Stunde ein Glas mit Zitronensaft und ein bisschen Wasser und ein bisschen Kokosnussessig. Normalerweise nimmt man irgendwie Apfelessig. Und das habe ich jetzt gelesen, dass das deinen Magen schon mal so ein bisschen anregt, mit der Säure in Schwung zu kommen und sich das vorbereitet, okay, da kommt jetzt wieder was. Und dann geht es wohl leichter zu verdauen. Es ist jetzt auch leider schon 2 Uhr. Ich hatte so viele Sachen irgendwie zu tun davor, dass ich jetzt relativ spät Fasten breche. Aber ich zeige euch mal, was ich hier vorbereitet habe. Okay, man kann es natürlich gar nicht sehen. Genau, Wassermelone, ein bisschen Ananas, eine kleine Banane und Kokosnuss. Und das Ganze mit ein bisschen Zimt bestreut. Und ja, ich werde jetzt den Moment des ersten Stückes mit euch teilen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich als erstes esse. Ich glaube, ein Stück Wasser mit Ohne. Es waren wunderschöne 7 Tage. Ich bin unglaublich dankbar. Und ja. Allein dieser Moment, wo das erste Mal wieder ein Geschmack in deinem Mund ist.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gut. Gott sei Dank habe ich von meinen türkischen Nachbarn damals gelernt, wie man die besten Wassermelonen aussucht. Diese Wassermelone ist so juicy, es tropft dir schon meine ganze Hand runter. Oh. Okay, das war's vom Fasten. Ich werde euch morgen noch mal mehr erzählen über die Aufbautage und so ein paar Daten. Und dann war's das eigentlich mit meiner Fastenreise. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Schön, dass du noch da bist am Ende dieses wirklich langen Videos. Du hast es ja gerade gesehen, ich habe am Ende Fasten gebrochen mit einem Teller Obst. Und traditionell wird normalerweise das Fasten oft mit einem Apfel gebrochen. Aber ich, Äpfel gibt es hier in Sri Lanka nicht, deswegen greife ich auf anderes Obst zurück. Ganz wichtig beim Fasten ist es einfach, dass man sich bewusst macht, dass man mindestens die Hälfte der Tage, an denen man nur Wasser konsumiert, danach auch wirklich Schonkost zu sich nimmt und sich Zeit lässt, dem Körper eben immer kleine Portionen erstmal zuführt und dann die langsam steigert, also auch die Kalorienzufuhr ganz, ganz langsam eben steigert, um zurück zu dem normalen Konsum irgendwie zu kommen, da sonst eben auch der Körper einfach komplett überfordert sein kann und somit dann eben die ganzen guten Prozesse, durch die wir durchgegangen sind, das ganze Detoxen irgendwie auch ganz schnell wieder zerstört werden kann. Wichtig ist also, auf Salz zu verzichten, auf Zucker verzichten, auf viel Knoblauch, Zwiebeln, Schärfe, starke Gewürze, also am Anfang wirklich gedünstetes Gemüse, Obst, Sachen, die leicht verdaubar sind, vielleicht sogar eine Suppe. Es gibt online total viele Rezepte zum Thema Aufbauzeit. Also da lohnt es sich wirklich einfach nachzugucken und mal zu schauen, okay, was möchte dein Körper eigentlich? Nach was ruft er? Also ich hatte diesmal zum Beispiel total das Verlangen nach Avocado und so Dingen wie Linsen, Kichererbsen, also so Proteine auch wirklich. Da kann man einfach gucken, was sich gut anfühlt, aber wie gesagt, eben langsam zurück und wirklich versuchen, sich da zurückzuhalten, nicht reinzuspringen, irgendwie auch wenn so ein Stück Kuchen irgendwie immer wieder in deinem Traum erscheint. Ich hatte das damals immer mit Chop Suey, dass ich wirklich fast jede Nacht von Chop Suey geträumt habe. Und dann auch Gorgonzola-Pizza. Es ist nicht leicht, aber der Benefit davon bleibt halt wirklich nur, wenn man da irgendwie seine Stärke zeigt. Ich hoffe, dass dieses Video dir weitergeholfen hat und dass, falls du dich dafür entscheidest, eine Fastenkur zu machen, du eine unglaublich wunderschöne, ganz transformierende Zeit hast. Falls du noch weiter irgendwelche Fragen hast, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich total, dich damit ein bisschen mehr zu beraten. Ansonsten, ich habe auch die Website von Rüdiger Dahlke unten reingepackt. Der macht anscheinend auch immer noch Online-Fasten. Das kann ich nur empfehlen. Es gibt aber, wie gesagt, auch ganz, ganz tolle Einrichtungen, in denen du eine Fastenkur machen kannst, die dann eben begleitet ist. Da kann ich aber selbst persönlich eben nichts empfehlen, aber da lohnt es sich auf jeden Fall einfach mal online danach zu suchen. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute. Pass auf dich auf. Namaste.